Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Wario Land The Shake Dimension. Im letzten Part haben wir ein Wasserlevel und ein Eislevel gespielt und in diesem Part wollen wir uns das erste Grusel-Level anschauen, nämlich die Villa Weichknie, wo wir die Stage in 1,50 schaffen müssen, oder mit noch 1,50 Restzeit meine ich, die Stage ohne Schaden machen müssen, 55.000 Münzen sammeln müssen, alle Schalter in den Boden stampfen müssen und keinen Gegner besiegen dürfen. Und das ist auch die letzte normale Stage des Spiels im Prinzip, denn danach kommt noch eben der letzte Boss, von dem wir das fünfte Bosswappen bekommen und dann dürfen wir zu König Rüttelbert und dürfen ihn herausfordern und danach war es das ja angeblich schon, ne? Habe ich ja jetzt schon oft genug gesagt. So, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Level und auch ein kompliziertes. Hier gibt es immer diese Dinger, die ich eben reindrücken kann und dann kommen meistens auf der anderen Seite irgendwie was raus. In diesem Fall waren das jetzt Geldsäcke. Ich aktiviere sie einfach mal hier so. Ich werde schon hoffentlich alle bekommen. Ich kann mich hier einfach durchrasen und alle mitnehmen. Genau. Ich hoffe, der andere ist noch da. Ne, er ist nicht mehr da, aber... Aber ich kann, genau, ich kann die Dinger wieder mit einem Erdbeben nach draußen holen und nochmal reinstampfen. Jetzt müsste er nochmal rauskommen. Ne, der ist endgültig weg. Okay, alles klar. Dann will ich nochmal neu starten. Weil wenn mir gleich am Anfang 1750 Münzen fehlen, das war jetzt nicht so mega ultra viel, aber will ich schon trotzdem irgendwie so alle mitnehmen. Ich dachte eigentlich, der würde dann da bleiben. Hm, das ist ja komisch. Das ist mir eigentlich noch nie passiert, dass irgendwie ein Geldsack wieder verschwunden ist, nachdem ich den Bildschirm verlassen habe. Sonst bleiben die doch auch immer da, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dieser Mechanismus übrigens, den ihr da rechts sehen könnt, der ist auch sehr interessant. Den werden wir uns gleich angucken. Nicht nach draußen gehen. Den werden wir uns gleich angucken, aber erst gleich. Erstmal, wenn ich jetzt hier eben das ganze Geld mitgenommen habe. So, diesmal kann ich aber rausgehen. Okay, alles klar. 3500 Münzen haben wir schon. So, wenn ich hier durchgehe, dann kann ich klein werden. Was sehr interessant ist, oder? Ich kann aber noch einigermaßen hoch springen. Also, es geht zumindest. Also, im Vergleich zu meiner Körpergröße geht schon. Aber hier komme ich zum Beispiel nicht mehr hoch. Es hat aber einige Vorteile, wenn man klein ist. Man kommt eben durch absolut kleine Lücken. Zum Beispiel hier auch durch, wo der große Wario niemals durchpassen würde. Und das werden wir öfter mal in Zukunft noch benutzen müssen in diesem Level. Dass wir eben klein werden an bestimmten Stellen. Werden wir aber noch sehen. So, und der Gegner ist auch relativ böse. Bei dem hilft keine Stampfattacke und auch kein Anrempeln. Ich kann ihn nur umwerfen, aber es bringt nicht viel. Ich muss ein Erdbeben machen. Dann verliert er nämlich sein Klopapier. Und dann kann ich ihn töten und ich darf keine Gegner besiegen. Richtig, da war ja was. Und nochmal neu starten. Ach ja, der Part geht gleich wieder super los. Ich hasse es wirklich, wenn ich keine Gegner besiegen darf. Das ist einfach so eine dumme Einschränkung irgendwie. Ja, das... Nee, ich weiß nicht. Also keine Gegner besiegen zu dürfen, ist echt ein bisschen arg beschissen irgendwie, finde ich. Weil ich einfach so darauf erpicht bin, in einem Jump'n'Run einfach Gegner zu besiegen, aber ich darf es hier nicht. Was ist eigentlich, wenn ich das hier mache? Das habe ich mir vorhin nicht getraut, weil ich Angst hatte, dass die Münzen da irgendwie durchfallen würden, aber nee, tun sie offenbar nicht. Ich glaube, das zählt für Münzen einfach wie eine Wand, dieses Ding da. Deswegen fallen die alle einfach in mir rein. Ja, okay. Ich hätte es vorhin auch schon so machen sollen, aber da bin ich leider nicht drauf gekommen, dass es so einfach geht. Aber das Geld will ich auf jeden Fall hier auch wieder mitnehmen. So. Okay, und jetzt merken, ich darf keine Gegner besiegen. Aber ich glaube eigentlich sogar, dass man in dem Level irgendwann mal Gegner besiegen muss, um sie auf Schalter zu werfen oder so. Hier am Anfang jetzt noch nicht. Wie komme ich denn an den ran? Ich kann von dem Typen auch nicht nicht abspringen, sondern nur so runterfallen. Wie komme ich denn da hin? Weiß ich gerade nicht. Muss ich zugeben. Oder sehe ich irgendwie... Nee, ich sehe keine... Da oben ist auf jeden Fall was. Da oben ist ein Schatz. Ich sehe gerade keine Möglichkeit, muss ich zugeben, wie ich da rankomme. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon irgendwas verpasst habe. Achso, halt, ich will einmal kurz sowas machen. Achso, und jetzt ist... Nee, jetzt ist da so ein Ding rausgekommen, ja. Wieder reindrücken. Ah, und das ist ein Gegner, okay. Ja, und die muss ich jetzt schon besiegen. Das hat sich jetzt voll rentiert. Denn, ja, nee, muss ich nicht, ich kann sowas machen. Okay, ich kann sie am Leben lassen, ja, okay. Gut. Also eigentlich sollte man es wahrscheinlich so machen, dass ich die da drauf werfe, aber es geht auch so, mit von ihnen abspringen und dann komme ich schon mal zu unserem ersten Edelstein aus dem Level, okay. Also noch ist es möglich, keinen Gegner zu besiegen, aber ob das wirklich die ganze Zeit so bleiben wird, bin ich mir nicht ganz sicher. Sondern hier wird einem jetzt beigebracht, wie man ihn besiegen kann, denn ich muss ja schütteln, um weiterzukommen und dann sieht man eben, oh, jetzt kann ich ihn angreifen und dann eben auch töten. So, auf den Fisch aufpassen, wieder drüber jumpen über den, sehr schön. Und das Ding will ich auch gleich wieder rausholen und da kommen Flammen. Ja, und der Gegner da, der ist auch ein bisschen blöd da platziert, weil den werde ich bestimmt auch gleich umbringen. Mir wäre es am liebsten, wenn der auf der anderen Seite von dem Ding da wäre, weil ich ihn da nicht verbrennen kann. Ja, genau, das mache ich, glaube ich, mal so. Geh mal kurz hier hin, mein lieber Freund. Zum Glück kann er nicht abfackeln, das wäre ziemlich böse.
So, und jetzt schüttel ich. Na komm, zack, genau. Kommt eigentlich was raus, wenn ich den wieder reinhaue? Ja, Gegner. Ja, das war jetzt schlecht. Nein! Jetzt habe ich aus... Ich habe Schaden genommen und habe... Ist es dein Ernst? Ich habe aus Versehen... Ach Leute, ich habe aus Versehen das Feuer berührt. Ich habe irgendwie... Ich wollte das Feuer gar nicht berühren. Ich wollte es echt nicht. Oh, Mann. Das ist doch scheiße. Wie oft muss ich das Level jetzt schon neu starten? Das ist jetzt schon das vierte Mal oder so. Wir sind erst am Anfang. Also man merkt schon, dass das letzte normale Level ist. Dann ist es echt auch ziemlich schwierig. Aber ich stelle mich auch sehr blöd an, muss ich auch zugeben. Also eigentlich waren alle Fails jetzt gar nicht unbedingt die Schuld des Levels, dass es so schwierig sei oder so. Das liegt einfach nur daran, dass ich mich anstelle wie der letzte Vollhonk wieder einmal. Aber so bin ich nun mal. Ne, ich werde mich jetzt ein bisschen mehr konzentrieren. Weil nochmal neu starten würde ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt nochmal irgendwas verkacken sollte, entweder Schaden nehme oder einen Gegner halt besiege aus Versehen, dann werde ich es einfach gut sein lassen und dann habe ich halt das Level ganz offiziell verkackt. Dann ist es halt leider so. So, zack. Also zumindest den Anfang kriegen wir jetzt schnell hin. Ich meine, wir sind ja relativ früh im Level gestorben, deswegen müssen wir nicht arg viel neu machen. Und wir sind gleich wieder an Ort und Stelle, wo wir eben gerade eben wieder verschissen haben. Sondern ich will dann gleich auf jeden Fall den Flock da nicht reindrücken. Also rausholen, aber... Ja, doch, rausholen muss ich ihn, ja, um da hochzukommen. Aber ich will ihn nicht reindrücken, weil ansonsten Gegner kommen, die einfach nur im Weg sind und die mich stören. So. Ich will ihn jetzt nach oben hauen. Sehr schön. So, ich will nach rechts zuerst. Dann prall ich nämlich hier einmal ab. Dann hier das zweite Mal. Und hier zum dritten Mal. So, geht's hier weiter oder ist es Bonus? Keine Ahnung. Es... Ich kann klein werden. Warum... will ich klein werden? Hm, weiß ich gerade noch nicht. Ich mache jetzt mal das Level jetzt weiter. Und da brauche ich schon wieder einen Gegner. Na toll. Und hier könnte ich durch, wenn ich klein bin. Ah, okay, ich glaube, da war ein Schatz. Ja, okay, dann werde ich doch jetzt erstmal klein. Und gehe da durch, hole mir den Schatz. Gehe dann wieder zurück und werde dann wieder groß. Okay. Was mache ich, wenn ich hier durchgehe? Werde ich auch einfach nur klein. Okay. Die Musik ist übrigens auch wieder, finde ich, sehr stimmig und passend zu einer Gruselvilla. Und auch die Hintergründe sehen ganz cool aus, finde ich. Also der Detailreichtum wieder mal. Auch in diesem Level sehr schön. Spinnennetze und Totenköpfe und alles mögliche, was eine Gruselvilla ebenso braucht. Und auch ein Vampirspiegel. Sehr schön. Ich glaube übrigens, als Kleiner kann ich mich auch nicht festheben an diesen Dingern da. Genau, also festhalten wollte ich sagen, nicht festheben. Das geht nur als ganz normaler großer Wario. Und das Feuer ist jetzt sogar weg. Warum ist das Feuer weg? Weil ich klein bin oder weil es weg ist, wenn ich es einfach benutzt habe? Ne, weil ich klein war offenbar. Das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht, dass es dann weg ist. Aber es ist offenbar so. So, ich brauche jetzt einen Gegner. Ich muss mir jetzt da einen mitnehmen. Das wird ja jetzt auch wieder äußerst witzig werden. Ja, machen wir so. Und jetzt wieder schütteln. So, du kommst mit. Bitte fall nicht ins Wasser. Okay. Das ist echt böse hier. So, und zack. Okay. Und du bist wieder mal im Weg. Ja, ich darf dich leider nicht töten. Geh mal hier hin. Und spiel ein bisschen. Irgendwas, genau. Spiel, ich laufe jetzt mal hin und her. Ein schönes Spiel. So, ich stelle mich hier hinten. Ja, die könnten da unten reingehen in die Lücke. Ich weiß nicht, ob die da reingehen können. Ich schüttle jetzt mal hier. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ja, nee, ich kann sie alle kriegen. Ja, sind nicht so weit weggeflogen. Okay. Also bisher haben wir... Oh Gott. Oh Gott. Ich bin so angespannt in dem Level. Das ist echt heftig. Bisher haben wir alles perfekt gemeistert in dem Level. Es hätte, glaube ich, bisher nicht besser laufen können. Aber wir müssen noch so viel tun, bis wir zum Checkpoint mal kommen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ich werde bestimmt wieder irgendwas verkacken. Entweder einen Gegner besiegen oder halt getroffen werden. Oh Gott, eine Fledermaus. Ich glaube, unten ist aber der richtige Weg. Deswegen will ich erst oben entlang gehen und gucken, ja, und gucken, was da ist. Weil ich glaube, auf der rechten Seite ist irgendwas, wo ich den Gabeltypen brauche. Der sich gerade fast selber gekillt hat. Nein, hör auf! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat gerade seine Spuckattacke gemacht und hätte mich fast getroffen. Ach du heilige Scheiße. Okay. So, den Gabeltypen töte ich ja nicht, wenn ich ihn in eine Wand werfe. Ich betäube ihn quasi einfach nur. Deswegen darf ich das machen. Das zählt dann nicht als Tod für ihn. So, zack. Okay, danke schön. Und wir kommen zum zweiten Schatz. Ja, okay. Sternchenhammer. Bisher sieht es gut aus. Bisher haben wir alles perfekt gemacht, aber ich glaube halt nicht, dass es so bleiben wird. So, hier bin ich sicher. Ja. Gott, ist das alles anspannend hier. So, den jetzt, na, ich hätte nur einen von den Blöcken kaputt machen sollen. Ja, gut, wäre gar nicht wirklich gegangen. Will ich dich von hier aus aktivieren oder wenn ich an der Wand stehe? Ich glaube eher von hier aus. Es werden jetzt einige Münzen über mich hinwegfliegen, aber da kann ich jetzt leider nichts machen. Ja, aber gar nicht so viel. Ja, nee, ist okay. Das ist völlig okay.
So, ich will hier auf jeden Fall auch wieder klein werden, weil da wieder eine enge Lücke ist, durch die ich als großer Wario nicht durchpasse. Deswegen müsste hier wieder irgendwo ein Kleinmachgerät sein. Warum ist hier so ein Block? Will ich den nicht zerstören? Will ich den am Leben lassen, den Block? Aus irgendeinem Grund? Warum ist hier ein Block? Kein Blasenschimmer. Keine Ahnung. So, da muss ich wahrscheinlich eine Stampfattacke machen. Ja, sieht so aus. Und hier kann ich klein werden. Okay, dann will ich kurz wieder zurücklatschen. Und diesen einen Durchgang daneben. Vielleicht ist da schon der dritte Schatz. Das kann sein. Weil es ist relativ schwierig. Achso, und das habe ich ja ganz vergessen. Ich muss ja alle Schalter in den Boden stampfen. Das habe ich ja vergessen. Nein, das habe ich nicht gemacht. Shit. Ja gut, aber den einen, den muss ich ja nach unten. Den muss ich ja oben lassen, um weiterkommen zu können überhaupt. Das heißt. Okay. Büchse der Pandora. Das heißt, da muss ich dann wieder beim Zurücklaufen den noch irgendwie nach unten hauen, oder wie? Und dann kann ich es wahrscheinlich zeitlich wieder nicht schaffen oder so ein Schwachsinn. Das ist ja schon wieder blöd. Oder hätte ich den irgendwie nach unten stampfen können und trotzdem aber nach oben kommen? Nee, kann ich nicht. Kann ich, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, den ersten zum Beispiel am Anfang habe ich auch nicht nach unten gemacht. Oder beide am Anfang habe ich nicht nach unten gemacht. Verdammt. Da muss ich jetzt dran denken, wenn es geht, dass ich die immer nach unten haue. Ja. Das war auch schon wieder äußerst dumm von mir, ich weiß. Aber ist auch echt nicht so einfach hier. Wie sieht es denn aus mit den Münzen eigentlich? Wir brauchen hier 55.000. Ja, schon noch einiges. Aber ich glaube... Ah ne, wir müssen von unten nach oben. Okay, das geht natürlich auch. Ich glaube, der Checkpoint ist nicht mehr fern. Ich glaube, der kommt jetzt dann gleich. Hier will ich mich nach links schießen lassen, die Kanone da. Dann hier durch. Bam! Und einen Edelstein mitgenommen auf dem Weg. Sehr schön. Und hier müsste jetzt, glaube ich, der Checkpoint sogar sein. Ja, okay. Also bisher haben wir eigentlich alles einigermaßen gut gemacht. Das mit den Flöcken, die ich nicht in den Boden gerammt habe, ist ein bisschen doof. Ich hoffe, das kriegen wir noch irgendwie hin. Wie viel Zeit haben wir? 1,50. Also 40 Sekunden haben wir. Ja, mal gucken. Und das war jetzt ein Fehler. Das war auch wieder eine... Entschuldigung. Das war auch wieder eine Stelle, bei der ich klein werden sollte. Also wo es besser ist, wenn ich klein werde. Und wo ich dementsprechend keine Stampfattacke machen sollte. Was wieder relativ böse ist. Weil man eigentlich immer eine Stampfattacke macht, wenn man irgendwo runterfällt. Ich schaue mir jetzt mal den Rest vom Levelverlauf noch an. Das ist alles kompliziert. Was kommt denn hier noch alles? Da kommen noch ein paar Münzen. Also wenn es am Ende immer zwei Wege gibt, die ich nehmen kann, bin ich immer völlig verwirrt und habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Und hier komme ich jetzt zum Schatz und jetzt bin ich wieder hier. Okay, also zeitlich können wir schon gar nicht mehr schaffen. Ja, es kann einfach sein, dass der andere Weg halt schneller ist und ich da noch irgendwie einen... Ja, obwohl, ist der schneller? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so, dass einer halt schneller ist und beim anderen es einen Edelstein gibt oder so. Und ich nicht wieder beides gleichzeitig machen kann. Das kann sein. Also ich glaube, der Weg, den wir gerade eben gegangen sind, der wäre von der Zeit her gegangen. Also wenn ich das da versucht hätte, mit noch 1,50 Restzeit abzuschließen. Das wäre, glaube ich, möglich gewesen. Aber ob das jetzt hier möglich ist, wenn ich hier jetzt durchgehe, bin ich mir nicht ganz sicher. Weil das dauert jetzt ein bisschen... Ja, obwohl, ich kann jetzt hier unten rum. Ich weiß nicht genau, was da jetzt überhaupt kommt. Wir waren ja hier noch nie. Wir schauen mal. Was kommt jetzt hier? Aha, okay. Nee, das scheint schneller zu sein. Und wir kriegen Geld. Ja, okay, das ist natürlich gut. Da habe ich nichts dagegen. Sehr schön. Edelstein, wunderbar. Und wo kommen wir raus? Achso, ich weiß schon, wo wir rauskommen. Das ist aber schlecht, weil ich dann das mit dem Flöcken nicht machen kann. Wir kommen hier raus, genau. Und dann kann ich nämlich einfach ins Ziel rennen und schaff's auch mit der Zeit. Dann schaffe ich aber das mit den Schalter in den Boden stampfen nicht. Das ist aber nicht so schlimm, weil das werde ich euch jetzt, glaube ich, auch nicht mehr reinschneiden. Soll ich das Level jetzt abschließen, so wie ich es jetzt gemacht habe? Ich denke schon, ja. Das war eigentlich ganz gut. Ja, ich schließe es ab, okay. Denn im Prinzip haben uns halt drei Flöcke gefehlt. Einmal der ganz, ganz am Anfang, wo die zwei Münzsäcke rauskamen. Dann einmal der auch noch relativ am Anfang, wo die zwei Gegner rauskamen, wo ich auf den draufgesprungen bin, um dann auf den Schalter zu kommen. Und dann noch der dritte Schalter, der in diesem ersten Raum in der Villa selber drin war, wo auch Gegner rauskamen, bei der Flamme da in der Nähe. Und ich muss halt einfach den anderen Weg nehmen und alle drei Schalter nochmal einstampfen. Oder die ersten beiden kann ich auch schon vorher einstampfen. Den dritten muss ich aber danach dann machen beim Rückweg. Und dann ist es kein Problem. Also das werde ich auch jetzt nicht mehr reinschneiden, wie ich das mache, weil das ja, denke ich mal, klar ist, was da zu tun gibt. Deswegen werde ich das auch offscreen erledigen. So, denn jetzt kommt noch der fünfte Boss. Ich bin der weltberühmte Wütewok. Mich dürstet nach Zerstörung. Wütewoks Küche. So, und dieser Boss ist auch richtig, richtig cool, finde ich. Allein schon vom Prinzip her. Er ist auch ziemlich schwierig.
Was nur ein kleines bisschen blöd vielleicht ist, ist, dass man sehr wenig Platz teilweise hat und das so ein bisschen doof vielleicht ist. Aber wenn man sich daran gewöhnt, dann ist es eigentlich kein Problem. Aber ich finde den Boss auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Also ich finde ihn ähnlich cool wie Rico Rakete und das will was heißen, weil ich liebe den Kampf gegen Rico Rakete und hier gegen Wütebock den Kampf liebe ich auch. So, denn er hier ist Wütebock. Er ist Gegner und er ist ein Chefkoch offenbar. So, das Prinzip. Er macht immer eine Stampfattacke, während wir springen müssen, und holt dabei Säcke heraus. Die kann ich jetzt entweder schütteln oder mal ein Erdbeben machen, dann kommen Gegner raus. Diese Gegner muss ich jetzt packen und in sein Maul werfen, während es gerade offen steht. Und wenn er eins gegessen hat, dann spuckt er eine Bombe aus, die ich ihm gleich wieder in die Fresse werfen muss. Und dann wird er fett und ich kann ihn schön treffen. Das Interessante ist auch, dass je mehr Schaden er nimmt, er fetter wird. Also er ist jetzt schon deutlich größer als noch gerade eben. So, ich kann es gleich nochmal machen, wenn ich geschickt bin, was ich aber nicht geschafft habe. Und das Prinzip ist natürlich auch so, dass die Gegner von Mal zu Mal stärker werden. Am Anfang sind es noch sehr, sehr große Lappen, die wir hier als Gegner haben. Aber später kommen dann, später kommen dann auch sehr, sehr starke Gegner, die es ziemlich drauf haben. Und jetzt muss ich auch schon zwei Viecher in ihn reinwerfen, weil er von einem Gegner nicht mehr genügend seinen Hunger gestillt wird. Nein, und das war verdammt, shit. Und die Raketen sind auch böse, weil die eine Zisu-Funktion haben, aber es geht schon. Ja, und die Bombe habe ich jetzt... Was zum Teufel? Die Bombe habe ich jetzt gerade ziemlich verkackt, um ehrlich zu sein. Was tue ich eigentlich? Geh mal du weg. Ich kann natürlich auch die Säcke schütteln, dann kommen auch Gegner raus. Aber wenn ich sie attackiere, so wie ich gerade eben gemacht habe, dann kommen die Gegner nicht raus, dann wird der Sack einfach nur zerstört. Nein? Warum dreht er sich um? Schon am Anfang habe ich solche Probleme. Das sieht ja echt super aus. Sag mir jetzt. Bam. Okay. Bombe her. Und schnell reinwerfen. Sehr schön, okay. Gaum? Ich finde das auch so cool. Gaum? Was er immer sagt, wenn er am Fressen ist. So, schön draufhauen noch. Okay, und er ist schon wieder fetter geworden. Und ich will auf jeden Fall die beiden Gegner noch irgendwie verwerten, weil die anderen Gegner, die dann kommen, werden sehr viel schlimmer werden. Sehr schön. Obwohl ich will... Ja, obwohl, nee, das will ich jetzt gar nicht machen. Ich lasse es mal. Weil jetzt ändert er nämlich ein bisschen was an seinem Prinzip und ich will ihn nicht so einfach bekämpfen. Ich will ja zeigen, dass er cool ist. So, jetzt kommt er nämlich, glaube ich, schon zweimal an, genau. Und jetzt kommen hier sehr viele auch starke Gegner. Das ist ein komplett neuer Gegner, den wir noch nie gesehen haben. Der wirft immer seinen Kopf weg und währenddessen muss man eine Stampfattacke auf ihn machen. Auf seinen Körper und dann kann man ihn besiegen. Und wenn er grün leuchtet, muss man sich ducken, weil er dann hier so angerast kommt. Und alle Gegner besiegt, die gerade in der Luft sind. Ich glaube, ich kann den Knochengegner auch abwerfen mit einem Gegner. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das wirklich klappt. Aber auf jeden Fall mit einer Stampfattacke hier so besiegen, so soll man es eigentlich machen. Aber der Gegner bringt einem gar nichts, weil der ist einfach nur im Weg im Prinzip. Weil den kann man ja nicht packen oder so. Also den einfach völlig ignorieren, kann man sagen. So, und das sind auch komplett neue Gegner, oder? Ja, nee, ich glaube, die haben wir schon mal irgendwo gesehen, die Gegner. Die haben so ein Schwert und können mich damit abschießen. Also da auf jeden Fall auch gut aufpassen bei denen. Das heißt, wieder eine Bombe. Bam. Okay, sehr schön. Ja, und der hat auf mich geschossen, der Arsch. Okay, das war jetzt auch sehr interessant. Nochmal schön abschießen. Oder was heißt abschießen? Schlagen halt. Okay, seine letzten Leben jetzt dann gleich. Und seine letzte Phase. Und jetzt geht er auch nochmal ziemlich ab. Also von Mal zu Mal werden auch die Gegner stärker. Und er schießt jetzt mehr Raketen. Er schießt jetzt drei hintereinander, die eine Zisu-Funktion haben. Und denen allen auszuweichen ist echt nicht einfach. Das sah jetzt nicht so schwierig aus bei mir, aber es ist sehr, sehr schwierig, finde ich. So, und jetzt wieder neue, viele starke Gegner. Und das meine ich jetzt eben damit, dass es eng wird. Er selber ist schon verdammt fett. Und wenn ich jetzt die ganzen Gegner hier raushole, dann ist hier ein einziges Tohuwabohu an Gegnern. Wir hatten jetzt sehr viel Glück, weil hier viele von den gelben Springgegnern dabei sind, die ja nicht wirklich viel können. Die machen mir ja keinen Schaden. Die sind einfach nur im Weg. Aber wenn man Pech hat, dann kommen da verdammt viele sehr, sehr starke und böse Gegner. Und die alle auf einmal dann, die im Weg sind, das wird dann sehr, sehr schwierig. Aber an sich doch ein sehr cooles Prinzip, oder? Ich mag nämlich irgendwie Bossgegner, die so kleinere Gegner beschwören können. Irgendwie mag ich sowas. Und dann muss man die Bossgegner mit den eigenen Gegnern selber besiegen. Deswegen mochte ich auch schon den vierten Gegner, den vierten Boss meinte ich, also Meathwurz, die Pflanze da. Denn sie hat ja auch immer Gegner beschworen, die man auf sie werfen musste. Und dann konnte man sie treffen. Und Wütebock ist sehr ähnlich, aber es ist halt noch viel mehr Chaos. Und seine Attacken sind ein bisschen heftiger, finde ich. Aber an sich ein sehr, sehr cooler Boss, muss ich sagen. Also der gefällt mir echt auch richtig, richtig gut. Ein neues Herz, sehr schön. So, und damit haben wir alle 5 Bosswappen und können uns dann beim nächsten Mal dem Kampf mit König Rüttelbert stellen. Und das wird dann auch schon der Final Bosskampf des Spiels. Und der ist verdammt episch. Also der ist sowas von episch, kann ich euch sagen. Das ist richtig heftig. Der ist noch cooler als Rico Rakete. Ja, weil, also der ist heftig. Das ist einer der besten Final Bosskämpfe überhaupt, finde ich. Also von allen Videospielen. Nicht der beste, das jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. So, denn das Finale wird automatisch freigespielt. Wir müssen da keine Karte oder sowas kaufen. Wir brauchen einfach nur alle 5 Bosswappen. Und dann
wird das hier aufgemacht. Das ist auch keine neue Welt mehr oder so, das ist einfach nur ein einziges Level, nämlich einfach nur der Bosskampf. Und es kommt auch kein Level mehr davor, einfach nur halt ganz normal eben, wie bei anderen Bosskämpfen auch schon, der Kampf halt. Mehr nicht. Können wir es noch kurz angucken. Windjammer des Grauens. Man nennt mich König Rüttelbär. Zittere, zittere. Ja, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Aber jetzt erstmal noch kurz zu Kapitän Candace. Jetzt können wir auch hier einmal so im Kreis gehen bei den Kontinenten. Denn ich will mir noch auf jeden Fall das 10. Herz holen. Das letzte, das wir uns noch holen können. Damit wir auch wirklich gut gewappnet sind für den Kampf gegen König Rüttelbär. Wir haben ja auch noch 2 Tränke. Also insgesamt quasi 30 Herzen. Deswegen sollten wir nicht sterben. Vor allem, ich kenne den Bosskampf in- und auswendig, weil ich den schon so oft gemacht habe, weil ich ihn so episch finde. Aber der ist echt richtig genial, ganz ehrlich. So, das haben wir immer noch nicht. Ich glaube, das wird freigespielt, wenn wir König Rüttelbär besiegen, denke ich. Und das Herz will ich natürlich haben für 50.000. Okay. Gut, und wie gesagt, nachdem wir den Bosskampf dann gemacht haben gegen König Rüttelbär, wird dann beim nächsten Mal auch noch einiges freigespielt werden, denn das war es natürlich dann noch nicht. Es gibt noch einige Extra-Level, kann ich jetzt einfach mal sagen. Ich meine, ihr habt es ja eh schon alle vermutet wahrscheinlich. Es gibt noch einige Extra-Level, die wir noch spielen werden. Also es kommt noch einiges auf uns zu. Und die Extra-Level haben es auch immer ganz schön in sich. Also die sind nochmal schwieriger als die eigentlichen, vor allem von den Missionen her. Es gibt dann teilweise, glaube ich, Extra-Level mit 7 Missionen in einem Level. Und das ist dann schon ein bisschen übertrieben irgendwie, aber naja, gut. Und hier die ganzen Missionen, wie gesagt, das werde ich irgendwann mal nachholen, aber noch nicht jetzt. Okay Leute, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part von Let's Play WarioLand The Shake Dimension. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird mit dem Final Boss Kampf von dem Spiel, nämlich gegen König Rüttelbär. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.